Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe angekündigt, dass ich euch mitnehme in diese Speed Week. Das mache ich hiermit. Es ist Montag, 6:30 Uhr. Die Sonne geht gerade auf. Jetzt gibt es einen Kaffee und dann gibt es Cardio. Und zwar nicht mit dem Hundi, sondern richtig auf dem Fahrrad. 30 Minuten. So, noch geht's. Viel Spaß. Jeden Athleten hier unterschreiben lassen auf diesem T-Shirt nach jedem bestandenen Training. Und am Ende dieses Roadtrips wird dieses T-Shirt bzw. Tanktop versteigert und an behinderte Kinder gespendet. Kann eine Woche dann besser anfangen. Nur ist noch genau ein Kaffeepad. Und das muss ich meinem Bruder lassen, der hat's verdient. Gibt's keinen Kaffee für mich. Da gibt's jetzt Zitronensaft. Oh Mann, so eine Scheiße. Ich muss noch meine ganzen Supplements richten. Früh, spät, früh, spät, früh, spät, früh, spät und so weiter. So, da geht's also los. Ich mache das jetzt einmal, ja, dass Sie das einmal gesehen haben, was alles reinfliegt. Das ist einmal Darm Select Plus Pro Präbiotika, Ashwagandha, Kurkumin, Piperin, Kidney Flush, super Produkt, also muss ich wirklich sagen, gegen Wassereinlagerung, Sleep Plus. Davon fliegen auch 3 Stück jeden Abend rein. Dann habe ich hier noch vom Holger bekommen ein Darmbakterium. Das soll gegen Aufgeblähtheit helfen, das probiere ich jetzt mal. Die Überbleibsel noch von Peak, D3, K2, Zink, Vitamin C, Ingwer, ganz wichtig, NAC, auch Acetylcystein, Elektrolyte, Choline, Inositol, dann habe ich hier Vitamin C und OPC in einem Produkt auf dem Krausehof. Omega-3, und zwar haben die Dinger richtig Wumms, die haben 700 Milligramm Wirkstoff pro Kapsel, das ist schon echt geil. Und Plant, also die pflanzlichen Verdauungsenzyme. So, und das richte ich jetzt alles hier rein, weil da muss ich mir die nur noch in den Kopf kippen und muss nicht alle Dosen immer jedes Mal frisch rausholen. Wieso hast du eigentlich eine Kapuze auf morgens? Weil mir kalt ist. Meal Number One. 330 Milliliter Eiklar, ein ganzes Ei. So sieht das Ganze dann aus auf meinem Kardiogerät hier. Das mache ich jetzt eine halbe Stunde. Ich gucke, dass mein Puls wie gewollt bei 115, 120 ist. Mein Vater würde jetzt sagen, schee, nice. Der holt mich dann auch ab in 1,5 Stunden circa. Und dann trainiere ich heute mit ihm ein bisschen Arme und Rücken, nehme euch mit natürlich. Kurzer Schwenk, was heute so passiert. Danach ist ein Coaching-Termin, also eine Besprechung. Das ist jetzt weniger interessant für euch, da frage ich ab. Oder erfrage ich halt die Sachen, die ich zum Arbeiten brauche. Danach gehen wir aber noch einkaufen.
Das ist jetzt vielleicht noch gar nicht so uninteressant. Und morgen, also im nächsten Vlog, werden wir dann zusammen kochen, denke ich. Dann nehme ich mir dann ein bisschen Zeit mittags und dann machen wir eine Kochshow. So, jetzt Cardio, go! Ja, da hat der Sommerfeld eine gute Idee gehabt. Ich habe nämlich das Ei schon in die Pfanne, bevor ich mein Cardio gemacht habe. Jetzt ist es fertig. Ich kippe es jetzt einfach so, wie es ist, auf den Teller und kann das essen. Da kommt aber noch ein bisschen Gemüsezeug drauf. Ich muss mal ganz kurz auf den neuen Plan gucken, was da drauf kommt. Ein Whole Organic Egg. 10 Egg Whites, 30 Grams Weight Grain of Rice, 40 Blueberries, Teaspoon of Good Cinnamon. No, das war's. Da kommt kein Gemüse drauf. Aber es gibt zum Frühstück Rice Cream. Natürlich. Pre-Workout, paar Carbs. Ist zwar nicht mein Fall, aber was soll ich machen? Jupp, das ist ziemlich arm. Das sind jetzt 30 Gramm Rice Cream. Yay! Da kommt jetzt Wasser drauf, dann kommt es in die Mikrowelle. Und dann kommt da noch ein bisschen Flavor rein und dann 30 Gramm Berries. Und das ist dann mein Frühstück. Probieren wir das doch mal heute. Chunky Flavor von Synop und Monotrition. Auf jeden Fall gibt es bei Power Stage zu kaufen. Geschmack Kokosnuss Schoko. Ist ganz nice eigentlich. Probieren wir mal. Schaut euch das mal an. Perfekt. Ich kann jetzt. Ah, hier ist noch ein bisschen Wasser. Aber das zieht jetzt noch nach eine Minute. Dann ist es perfekt. Da sind noch Früchte. Mein Bruder hat gestern noch Melone gehabt. Davon klaue ich mir jetzt die Blaubeeren und dann kommt hier ein bisschen Flavor mit drauf. Das ist mein Frühstück. Rice Cream 30 Gramm und 30 Gramm Berries. 10 Eiklar, ein ganzes Ei und viel, viel Petersilie. Das geht jetzt rein und in 45 Minuten ist mein Dad da und dann fahren wir nach Waldorf. Das Wichtigste fast vergessen, die Wunderpillen, ohne die geht nämlich gar nichts. Ich hätte nämlich gehört, Bodybuilder würden ohne diese Wunderpillen keine Muskeln aufbauen. Deswegen, die müssen rein, ganz dringend. So, jetzt haben wir hier die Pre-Workout-Subs. Gibt es einmal ein bisschen von dem Doom. So, ein Viertelscoop hier rein. Future. Da kommt ganz ordentlich was rein. Und zwar zwei fette Scoops. Intra-Shake gibt es natürlich auch. Gibt es einmal 1 Scoop Elektrolyte, Hydrocharge. Und meine absoluten Lieblings-EAAs. Geschmack Blackberry. Das ist der Überscheiß. Das schmeckt wie Saft. Und es schmeckt nicht mehr so hässlich nach EAAs. Also das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Absolute Empfehlung von mir. Gibt es auch nochmal einen dicken Scoop. So, und jetzt können wir uns anziehen und dann ready to rock. Hurtig, Papa, hurtig. Du hast ja Corona-Schicht. Ja, du Arsch. So, wir sind da. In Waldorf geht's ab. Mosching. Ich bin nicht angemeldet. Ich muss einen Covid-Bogen ausfüllen. Genau, das muss ich bei ihm machen. Ja. Danke. We'll be right back.
So, da ist der Herr Sommerfeld. Wir machen, also wir machen jetzt zwei Übungen. Ja. Klimmzüge. Ja. Und dann machen wir zum Schluss Rudern. Ich würde sagen, ja, fünf Abwärtssätze. Ja, 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 ja. Knackig schön durch. Ja, ja. Du machst da noch Arme. Ich mach, ja klar. Oh, ich mach auch noch Arme. Oh, das habe ich gar nicht richtig gefilmt. Sollen wir vorne Klimmzüge machen? So richtig, richtig frei. Ja, 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 ja. Gut, los geht's. Ganz spannend, wenn das Ding dann noch schnell ist, voll die Fresswatsch. Nach vorne noch hin. Wie? Das passt so, doch, stimmt. Ja, echt? Ja, yeah, das ist so neumodischer Kram. Nächste Übung wird dieses Baby hier eine richtige Plate-Loaded Low Row von Hammer Strength. Machen wir jetzt mal richtig Gewicht und dann arbeiten wir uns runter, würde ich sagen, oder? Zeig mal deine Beine, ich glaube, das Licht ist ganz gut hier. Yes. Oha. Das musst du dir mal angucken auf dem Video. Das ist doch mal völlig Haxe. Ja, ist echt böse. So, Daddy, Badass Senior. Was machen wir jetzt? Trizeps. Ja, mit Trizeps, ja. Erstmal leichtes Warm-up. Also Trizeps, da hat er nichts gekriegt. Also schieben wir den erstmal ein bisschen mit Blut voll. Und dann machen wir Overhead. Dann machen wir Overhead, genau. Alright.
Wir machen so auf die 12 und dann auf kurz Pause auf die 16 oder 10 plus 4 oder so. Also es werden jetzt Bizeps Curls, Rest Pause Sets. Wir gucken, dass wir so auf die 10 schießen. Dann haben wir ganz kurz Pause für 5 Sekunden, durchatmen einmal. Oh Vater, ich muss dir noch was zeigen. Ich habe was dabei für dich. Geil. Wir packen jetzt gleich mal den Sauerstoff aus, Leute. Genau, 10 plus 4, also 5 Sätze oder so. Bizeps war ja schon ein bisschen vorbelastet. Und dann machen wir Supersätze. Trizeps, Bizeps, bis uns der Arsch platzt. Aber jetzt zeige ich euch erst noch was, oder meinem Vater besser gesagt. Kennst du das? Ja, der reine Sauerstoff. Sehr gut. Können wir gleich mal ausprobieren. Aber das muss sich lohnen bei einem richtigen Topsatz. Ja, das machen wir noch. Das funktioniert wirklich. Ja, ich weiß. Letzte Übung, wir machen jetzt bis 11 Uhr, also wir haben jetzt noch 11 Minuten, Supersätze. Vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück, bis uns der Arm platzt. So ist das Ziel. Rücken stand heute eigentlich gar nicht auf dem Plan, aber weil der Rücken bei mir eh scheiße ist, habe ich gedacht, machst du einfach dazu zwei Übungen. Wir gucken uns gleich noch die Form an. Heute ist mein absolutes Höchstgewicht. Meine Verdauung ist absolut Schrott. Ich habe enorm viel Wasser, also irgendwas passt gerade nicht, aber deswegen ist die Woche, die wir jetzt durchziehen, umso wichtiger, dass das Gewicht jetzt runterkommt, weil aktuell wir sind über 20 Pfund über Stage Weight und haben jetzt noch 6 Wochen knapp. Das muss jetzt runtergehen. Es ist viel Wasser, es ist Zeug, was da nicht hingehört. Das wird rausgehen, keine Sorge, aber jetzt müssen wir wirklich Gas geben. So, Post-Workout. Gibt es 4 Tropfen Malama, noch ein Cappy von dem Ashwagandha, Elektrolyte und noch 2 Taurin gegen die Krämpfe. Und dann geht es jetzt kurz zum Einkaufen.
Es ist zum Kotzen mit diesem scheiß Corona. Mal davon abgesehen, dass meine ganzen Wettkämpfe den Bach runtergegangen sind, müssen wir jetzt auch noch diese scheiß Masken tragen. Das geht mir so tierisch auf den Sack. Ich habe jetzt meinen Coaching-Termin hinter mich gebracht. Das ist noch vorgekocht. Da muss ich ein bisschen das Gemüse anpassen. Da ist Chicken, Gemüsemix, der muss runter. Spargel kann ich essen. Und da ist noch ein bisschen Reis festgefroren da hinten. Mit Essen spielt man nicht, sagt man. So, das kommt da noch runter. Ja, es sieht genauso widerlich aus, wie es schmeckt. So, und dann, wenn ich das gegessen habe, wir haben jetzt 5, dann wird durchgearbeitet bis heute Abend um 11 und dann geht's ins Bett. Und das ist mein Tag. Also wie ihr vielleicht ein bisschen erahnen könnt, ich bin ein bisschen ausgelaugt, gestresst. Ich will jetzt meine Arbeit zu Ende machen. Das heißt, ich cutte das Video ab hier. Ich will jetzt, wie gesagt, die Arbeit fertig haben, dass ich irgendwann um 11 dann auch langsam die Arbeit weglegen kann. Ansonsten wird es zu spät. Ich brauche bestimmt gute 6 Stunden. Also 2x3 Stunden werde ich brauchen. Und dann habe ich nur eine Arbeit von 8 Jobs, die ich eigentlich zu tun habe, gemacht. Wenn ihr wüsstet, was da noch im Hintergrund alles läuft. Aber das kriegt ihr früh genug zu Gesicht. Aber bevor ich was präsentieren kann, muss ich es mir erst erarbeiten. Und das dauert sehr lange und ist sehr, sehr teuer. Ein Projekt, was gerade läuft, verschlingt gerade 58.000 Euro. Und das nur eins von 5, glaube ich. Also da kommen richtig coole Sachen, keine Sorge, aber es kostet Zeit und viel Geld und viel Kraft. So, ich beende das jetzt. Adieu, bis morgen.